Guten Abend miteinander. Damit rund 1 Million von Ihnen jeden Tag ihre Einkäufe bei Coop machen können, braucht es den motivierten Einsatz von etwa 42'000 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die als Verkäuferinnen in den verschiedenen Rayons, als Kassiererin oder als Filialleiter oder Centerleiterin vor und hinter den Kulissen für ein ansprechendes und immer verfügbares Warenangebot sorgen. Mit einer fortschrittlichen Personalpolitik und einem gut ausgebauten System für Aus- und Weiterbildung ist Coop auch ein interessanter Arbeitgeber mit vielen Möglichkeiten. Dank modernen Einsatzplänen und der Mitarbeit von Teilzeitangestellten und Aushilfen gibt es bei der Arbeitszeit flexible Regelungen. Und auch die Ferien werden in der Regel mit 5 Wochen und ab 50 6 Wochen grosszügiger gehandhabt als gesetzlich vorgeschrieben. In den Gesamtarbeitsverträgen der Coop-Gruppe ist der Grundsatz «gleicher Lohn für gleiche Arbeit» verankert. Die Leistungen der Pensionskasse gehen für die meisten Versicherten deutlich über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. Und alle haben einen Mitarbeiter- oder genauer gesagt Mitarbeiterinnenrabatt von 10% auf allen Non-Food-Artikeln. Coop steht nämlich zur Gleichberechtigung. 60% der 42'000 Angestellten sind Frauen. Mehr als die Hälfte von diesen 1250 Coop-Läden werden von Frauen geführt und zahlreiche Frauen haben verantwortungsvolle Positionen in den verschiedenen Coop-Unternehmen. Der systematischen Aus- und Weiterbildung misst Coop seit jeher grosse Bedeutung bei. Die eigenen Bildungszentren in Muttenz bei Basel und in Joni im Kanton Watt gehören zu den ältesten firmeninternen Ausbildungsstätten in der Schweiz. Zurzeit machen bei Coop fast 1300 junge Frauen und Männer eine Lehre im Verkauf. Neben der Ausbildung am Arbeitsplatz begleitet Coop seine Lehrtöchter und Lehrlinge während der ganzen Zeit mit betriebsinternen Kurs. Und mit Intensivtraining werden sie optimal auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Es lohnt sich aber auch, nach dem Lehrabschluss bei Coop zu bleiben. Abwechslungsreiche Arbeitsplätze in anderen Sprachregionen, ein Förderungsprogramm mit Aufstiegsmöglichkeiten bis zum Verkaufsleiter stehen allen Interessierten offen. Weitere Informationen kommen Sie in jedem Coop-Laden über. Oder bei Coop Schweiz, Personalabteilung, Postfach 4002 Basel. Schach und Matt. Dafür koche ich heute mal. Was hast du am liebsten? Ein feines Pastetli, ein raffiniertes Pilzgericht oder eine Lasagne. Aha, du hast meine die neuen Fertiggerichte vom Coop entdeckt. Midi la Cuisine. Man kocht es gern und isst es noch lieber. Und jetzt ganz neu bei Coop, Nasi Goreng. Bei Coop wird viel Aufwand betrieben, um neue Produkte zu entwickeln oder bestehende Artikel zu verbessern. Ein Beispiel dafür ist das Birchermüsli. Die beiden Coop-Birchenmüsli, normal und unzuckert, werden jetzt nämlich in einem Beutel angeboten. Das hat unter anderem den Vorteil, dass man den Inhalt sieht und weiss, was man kauft. Noch wichtiger ist aber, dass der Beutel viel weniger Verpackungsmaterial braucht als die bisherigen Schachteln. Der praktische und ökologisch sinnvollere Beutel ist außerdem unschädlich vernichtbar. Eine weitere Neuheit, die Sie jetzt bei Coop finden, sind die Zwiebelnbrötli zum Aufbacken. Die Brötli enthalten unter anderem Truthahnschinken und Rauchzwiebeln und sie passen mit ihrem kräftigen Geschmack besonders gut zu Salat, Charcuterie oder auch Käse. Gramm Appenzeller mild, offen oder vorverpackt, kostet morgen bei Coop nur 1,45 und ein 500-grammiger Butterzopf nur 2,60. 500 Gramm Brüsseler Chicorée gibt es für nur 1,20. Außerdem offeriert Ihnen Coop den Campingstuhl aus robustem Kunststoff für unglaubliche 10 Franken. Noch günstiger als zu dem Campingstuhl kommen Sie unter Umständen das Jahr zu schönen Ferien. Sie brauchen dazu nur das Glückslos vom Coop-Restaurant, das in vielen Coop-Läden an der Kasse verteilt wird. Neben einem eventuellen Sofortgewinn nehmen Sie an der Monatsverlosung mit attraktiven Preisen teil und kommen dann automatisch in die Endverlosung mit einer 14-tägigen Traumreise in die Karibik. Auch wenn Sie nicht zu den glücklichen Gewinnern gehören sollten, lohnt sich ein Besuch in Ihrem Coop-Restaurant immer wegen dem vielseitigen und abwechslungsreichen Angebot. Diesen Monat zum Beispiel können Sie fantasievolle Müsli auswählen, die nicht nur lustig angerichtet werden, sondern auch alles enthalten, was es für eine gesunde und ausgewogene Ernährung braucht. Wir sind am Schluss vom neuen Coop Konsumentenmagazin. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche einen schönen Abend.